Hallo, schön, dass wir wieder dabei seid bei Dauntless. Ich bin der Midway und wir machen heute weiter. Das ist Folge Nummer 3. In der letzten Folge war der Fall dabei. Der ist heute diesmal nicht dabei. Der ist ein bisschen angeschlagen. Deswegen, ihr seht das. Online-Freunde von der Jagdgruppe habe ich null. Ich habe ja leider nur den Fall dabei. Ne? Von den anderen weiß noch keiner, was für ein tolles Spiel wir hier eigentlich gerade spielen. Falls euch das Spiel bis jetzt auch zugesagt hat, das ist im Epic Store zurzeit umsonst. Greift zu, sage ich euch nur. Greift zu. So, was haben wir in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir unsere erste Jagdgruppe gehabt. Ich kann ja mal kurz gucken. Ich glaube, wenn ich auf Escape drücke. Nee, Escape war das nicht. Wenn wir zu dieser Tafel gehen. Da war das, ne? Ja, da. E halten. Da haben wir unsere erste Jagdgruppe gehabt. Und zwar Verfolgung. War das? Und wir haben doch schon so ein bisschen was abgegrast an diesen Biomod-Teilen von diesen Monstern, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich jetzt noch mehr Teile brauche oder ob ich jetzt schon bei diesem Waffenschmied hier hinten quasi mir jetzt schon eine neue Waffe anfertigen lassen kann. Gucken wir mal. Sprich mit dem Waffenschmied Wills Bombs, um Schmiede zur Waffe auf Bärmutrophäen. Ah, das kennen wir ja schon. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Okay. Die Jagd ist eröffnet. Auf zum Jagd. Ja, das hatten wir ja schon. So, ich würde sagen, dann so wie das aussieht, müssten wir wohl nochmal eine Jagd machen. Das werden wir jetzt auch gleich in Angriff nehmen. Verfolgung. Okay. Neutrales Behemoth. Brandbehemoth. Ich würde mal sagen, wir machen mal das. Das Brandbehemoth. Und holen uns einen jungen Abram. So, dann beginnen wir mal die Jagd. Jetzt sucht er nach anderen Slayern, nach anderen Jägern. Alleine geht das ja immer nicht. Jagd wird vorbereitet, hört sich schon mal gut an. Verfolgung. Jage ein bestimmtes Behemoth. Verfolgung junger Embermane. Okay. Jagdmodifikation. Hinweise. Verursache während seines Ansturms mit einem schweren Angriff Schaden am Embryms Kopf, um ihn zu betäuben. Okay, dann werden wir mal loslegen. Ich hoffe, da sind jetzt noch ein paar andere dabei, weil alleine könnte das ein bisschen hart werden, sage ich mal, so wie es ist. So, da haben wir den S-Swift 1337. Netiscate 76 ist dabei. Ja. Kommt da noch einer oder war es das schon? Da können wir ja reinschreiben, so. Hallo? Aber da wird mir keiner antworten. Okay, wir machen einfach mal bereit. Und da kommt noch einer. Die haben auch alle fast die gleiche Ausrüstung wie ich. Also sind alle so, sag ich mal, in meinem Levelbereich, vermute ich mal. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall muss ich diesen blau leuchtenden Perlen immer folgen. Das habe ich beim letzten Mal mit dem Vorschlag schon herausgefunden. Um das Viech dann zu klatschen, auf gut Deutsch gesagt. Ey, der hat denn eine Armbrust? Guck mal, da seht ihr auch wieder, der Nestkick, der spielt über PlayStation mit. Das ist natürlich auch richtig geil. Das ist letztes Mal schon aufgefallen, dass das Xbox-Spieler, PlayStation-Spieler alles zusammen sind hier. Diese Pilze kann ich auch einsammeln. Und da ist er auch schon. Oha, der sieht hart aus. Der Freund. Ist das hier? So, Leute. Angriff. Immer drauf, immer drauf. Wow. Alle liegen. Hammer. Ey, du hast auf mich abgesehen jetzt, oder was? Gibt's ja wohl gar nicht. Hau ab! Immer drauf da, immer drauf. Ich bin schon nicht. Auf 1 war das, glaube ich. Heiltrank. Ja, auf 1. Okay. Heiltrank haben wir genommen. Jetzt habe ich auch mal den Spezialangriff gemacht. Oh, der ist fit. Ausweichen. Am besten, ich gehe so ein bisschen von hinten immer ran.
Immer drauf, immer drauf. Gleich haben wir den. Ich glaube, wir haben da gerade irgendwas gemacht, was sehr gut war, glaube ich. Oh. Was bist du denn für einer? Das ist auch ein Slayer. Ich habe mich schon erschrocken. Oh. Boom. Der hat einen Schädel gekriegt, aber nicht von mir. Der eine, der hat hier so eine Axt dabei. Mit seinem Spezialeffekt scheint er da wohl echt ordentlich was zu machen bei dem Viech. So, und einmal zack, Spezialangriff. Also die Axt werde ich mir, glaube ich, auch besorgen. Oder so eine Armbrust, das wäre auch was. Wenn es sowas gibt, so eine Armbrust halt, ne? Das ist so eine Sache. Hey, Jungs, 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 der ist schon da hinten. Wow, ich hab's euch gerade gesagt. Ich krieg natürlich eine Fresse, das war klar. Wow, ausreichend. Was ist mit dem einen? Liegt der da hinten rum? Was macht der denn da? An diesem Graben. Kann man da irgendwas machen? Okay. Wir haben da jetzt irgendwas aufgehoben. Kämpft mal kurz weiter, ich bin gleich wieder da. Ach du Scheiße, was war denn das jetzt? Mach doch nicht sowas. Ach, das ist so eine Art... Alter, schwer, ich mich gerade verjagt. Menschenskinders. Aber wir wollen jetzt hier mal hier wieder mitmachen. Das ist ja sonst unfair. Wenn die jetzt hier alleine betteln müssen. Wolltest du nicht nachsagen, dass wir Kollegenschweine sind oder so? Komm, komm, komm. Schwanz ab, Schwanz ab. Schon mal ein gutes Zeichen. Da macht er nicht mehr lange. Es ist aber schon mal geil. Er sieht anders aus wie die anderen Viecher. Ich hatte ja schon Sorge, weil das ein kostenloses Spiel ist, dass die Viecher nachher alle gleich aussehen. Das wäre ja echt öde gewesen, sag ich einfach mal. Aber bis jetzt, gut ab. Und er ist tot. Jetzt haben wir das Viecher erlegt. Alle schlagen immer noch drauf ein. Okay. Was haben wir denn jetzt alles gekriegt? Zwei brennende Schwarzdorn, ein Embryum-Haut und fünf rauchende Afterclown. Okay. Ja, das ist das, was ich eingesammelt habe. Einmal Zornwurz und 160 Ramps. Das ist schon mal perfekt. So, dann haben wir schon wieder alles. So schnell geht die Jagd. Dann verlassen wir die Jagd jetzt mal. Und dann hoffen wir mal, dass der uns jetzt gleich, wenn wir in der Stadt wieder sind, ausstehende Belohnung. Besuche Garrigan. Okay, wer war denn jetzt Garrigan? Ah, das war der Schmied, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Das war dieser Schmied. Dann kriege ich meine Jagdbelohnung. Back from slaying, are you? Wills was always in your corner. Trophäenjagd. Diese Trophäe sind immer noch sehr heiß. Perfekt für die Schmiede. Nun vorausgesetzt, dass sie alle Teile haben, die wir brauchen, kann sich Wills an diese Arbeit machen. Okay. Abschließen. Kann ich jetzt schon was herstellen? Oha, was ist das denn? Okay, ich habe die Übungsklinge. Ah, jetzt kann ich hier richtig fette Schwerter bauen. Was ist das? Okay, das ist der Embry-Säbel. Plus 4 Angriffsgeschwindigkeit für 8 Sekunden nach Ausweichen einer Attacke. Kann ich hier auch so eine Keulen bauen? Ah, guckt mal einer an. Aber hier haben wir ja noch den Inesha. Rasende Klinge. Plus ein Wutjäger. Plus 5 Schaden gegen wütende Behemoths. Elementare Regulierung 100 gegen alle. Okay. So, dann haben wir hier noch Hammer. Okay, das ist auch richtig geil. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt machen soll. Den gucken wir uns jetzt erstmal an. Das ist der Ember Hammer. Plus einwendige Wut, plus 4 Angriffsgeschwindigkeit, 8 Sekunden nach Ausweichen durch eine Attacke. Einzigartiger Effekt, der 5. Angriff in Folge fügt plus 50% Betäubungsschaden hinzu. Elementarregulierung 100 gegen Neutral, 180 gegen Anfälligkeit, 60 gegen Widerstand. Okay, dann haben wir jetzt noch den. Ah, den kann ich auch schon bauen. Hammer. Der Wutjäger. Plus 5 Schaden. Okay, den hatten wir schon. Dann haben wir jetzt hier... Klingen. Es ist ja auch nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Geil sehen sie alle aus, ne? Rasender Biss. Also, ich muss ehrlich sagen, die Embry-Waffen sind anscheinend besser wie der... andere Waffenteil.
Hier haben wir jetzt noch so eine Art Speer, sag ich einfach mal. Oder Lanze. Aber ich glaube, ich werde mich für die Axt entscheiden. Die gefällt mir noch. Die werden wir uns jetzt mal herstellen lassen. Sense. Oh, Entschuldigung. Sense. So. Und die. Habe ich jetzt. Nee, halt. Embrin-Sense. Habe ich jetzt. Okay. Perfekt. Jetzt haben wir unsere erste vernünftige Waffe. So, hier hat auch schon die nächste Aufgabe. Schmiede mit Brand. Stelle mit Wills Bowman eine Embrin-Waffe her. Habe ich schon gemacht. Wir sind froh, dass Ihnen die Herstellung deiner neuen Waffe anvertraut wurde. Nun, solange wir alle Teile haben, die wir brauchen, können wir auch den Geschmiede beginnen. Wenn nicht, dann fürchte ich, wirst du auf die Jagd nach mehr Trophäen und Belgmus begeben müssen. Okay, Schmiede mit Brand. Öffne Herstellungsmenü um eine abschließen. Habe ich ja auch schon fertig gemacht. Haha, ich habe das übersprungen. Ich bin richtig pfiffig in der Hinsicht. So, jetzt habe ich eine neue Waffe. Hammer geiles Teil. Das ist riesig, das Ding. Schade, dass ich das hier nicht ziehen kann. Ne? So. Jetzt da hinten ist ein Ausrufezeichen, aber erstmal will ich nochmal gucken, was ist das jetzt? Kann ich hier nochmal was machen? Okay, das ist so, Defensivkern, Kerne insgesamt. Ich öffne den jetzt einfach mal. Das habe ich schon im ersten Teil, glaube ich, gemacht. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was das sein soll. Ich gehe jetzt einfach auf alle öffnen. Okay. Ich glaube, das sind so eine Art Fähigkeitspunkte, die ich kriege. Aber wir werden uns das Menü auch gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Die können ja alle springen. Wieso kann ich nicht springen? So, jetzt gucken wir uns aber das Menü nochmal ein bisschen an. Was ich jetzt hier so noch machen kann. Also hier ist die Karte, ist klar. Ja, da kann ich dann gleich direkt auf Jagd gehen. Dann habe ich hier Questlog. Hol dir deine Belohnung. Ja. Hol dir deine Jagdpassbelohnung. Orchidee. Du hast dir eine Jagdpassbelohnung verdient. Öffne Gergers Jagdpassladen und hol diese dir ab. Okay, siehst du, das muss ich noch machen. Das machen wir gleich nochmal. So, Jagdpass. Schalte saisonale Belohnung frei. Sammle Herzsucher, um das Level deines Jagdpass zu erhöhen. Schließe wichtige Herausforderungen ab. Sammle Mail des Todes in Ramsgate. Brich B-Modelle auf der Jagd. Okay, wissen wir Bescheid. Ah, das sind so Sachen, die ich mir freischalten kann. Das ist ja auch mal nicht verkehrt. Das ist jetzt aber, glaube ich, noch ein bisschen hart. Das werde ich mir mit Fall zusammen in der nächsten Folge dann mal angucken. Was haben wir jetzt hier? Ah, das sind die, die ich jetzt schon besiegt habe. Oh, da gibt es aber auch noch ein paar. Aber das ist ja schon mal nicht verkehrt. Was haben wir hier? Ach, das sind die Waffen, die ich jetzt schon hergestellt habe. Die Klingen. Ah, okay. Hier, Schusswaffen. Das hört sich doch mal. Warum habe ich denn sowas nicht? Was ist das denn? Kriegsspeer. Und das ist ein Schwertaffinität. Okay. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Ne? So. Dann haben wir Ausrüstung, Persönlichkeit. Gucken wir mal uns. Titel. Was ist denn mein Titel? Wieso habe ich keinen Titel? Kann ich Titel machen? Ich habe keinen Titel. Wieso habe ich keinen Titel? Herr von Mintway, das wäre doch was. So, Siegel und Banner. Ah, guck mal, hier kann ich mir sogar mein eigenes Banner noch erstellen. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal machen. Aber anscheinend. Hier die Hörers. Muss ich die alle noch? Kaufe Paket für 140. Katzengesicht. Ja gut, ich will jetzt aber nichts kaufen. Was ist das? Ah, okay. Kaufe Blutdämon Style Kit für 1100. Da muss ich mal gucken, was das jetzt ist für diese Währung. Das würde mich ja nochmal interessieren. So, Emotes. Ah, okay, das ist das, was ich so kann. Ah, das ist wie bei Fortnite, ne? Das sind so
Sachen, die man nicht braucht, sage ich einfach mal. So, was haben wir hier? Leuchtsignale. Ja, das Leuchtsignal, das mache ich ja dann immer. Das ist dann anscheinend mit der Fahne zusammenpassen. Jagdankunft. Ah, okay, so, das ist, wenn er jetzt von dem Schiff runterspringt bei der Jagd, wie er sich dann hinstellt, also was für eine Pose er quasi einnimmt. Da kann ich auch verschiedene wählen, aber die kosten bestimmt wieder, ja, dieses, da muss ich gleich mal gucken. Aber da kann ich die Posen mir sogar vorher angucken, das ist ja nice. So, was ist denn das hier? Das ist ein bisschen was von Hero Turtles hier, oder wie? Einpflanzen. Gucken wir uns die mal an. Ja. Ah, okay. Akrobatisches Ass. Mondblüte. Okay, dann lassen wir das in der Schlimme so. So, Slayer Aussehen. Ah gut, hier kann ich wieder mein Aussehen verändern. Das weiß ich ja. Das lassen wir aber so. Also mir gefällt das so. Ne? So, dann gehen wir nochmal zurück. Was haben wir hier noch? Manöverliste. Ah, okay. Vertikaler Angriff mit der Axt. Mächtige stationäre Angriff, die gehalten und aufgeladen werden können. Horizontaler Angriff. Ein vielseitiger Angriff. Ja. Ruinierungsflug. Ruinierungsflug, Rückruf. Okay. Ah, okay. Da wird das alles nochmal erklärt. Das ist cool. Vor allem ist das alles schön übersichtlich, ne? So, jetzt ist ja die Frage: Platium. Eine Platinum-Währung für den Erwerb von High-End-Gegenständen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das muss ich mal angucken, was das ist. Ach so. Und ja, das erklärt natürlich wieder alles. Das sind wieder diese Scheiß-Kaufsachen. Da muss ich, also da rate ich euch auch voll ab. Ne, das ist. Ne? Das ist. Das braucht man nicht. Spielt das lieber vernünftig durch, ohne dafür Geld auszugeben. Das macht immer am meisten Spaß. Bin ich der festen Überzeugung. So, jetzt gehen wir mal ganz zurück. Und jetzt werden wir hier noch mal. Caitrin Sorrell ansprechen, was die jetzt noch auf dem Herzen hat. Lege deine neue Ausrüstung an, damit Kate sie sich ansehen kann. Akzeptieren. Da bist du ja. Hatte schon fast gedacht, du wärst aufgebrochen, um die Insel von unten anzuschauen. Ha, ja, schon klar. Wie ich sehe, hast du mit Morian und Wills geredet. Na, dann lass uns doch mal sehen, wie dir der neue Ausrüstung passt. Öffne den Ausrüstungsfenster, um neue Ausrüstung und Waffen aufzurüsten. Öffne dein Ausrüstungsfenster. Okay. Abschließen. Grüße, Slayer. Geh nun hin und schlachte Monster. Okay, das ist schon wieder die nächste Mission. Das hört sich auch nicht verkehrt an. Aber wir wollen ja nicht übertreiben. Ich würde sagen, das war Folge Nummer 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal ist der Frohe bestimmt auch wieder dabei. Hoffe ich zumindest, dass es bis dahin besser geht. Ich kann ja auch einen Abschiedstanz machen für euch. Kann ich das nicht irgendwie? Warte mal, auf C? Yeah! Macht's gut! Und denkt immer dran, ne? Daumen hoch!